Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei den Madden Ultimate Team Superstars und heute geht es um Malik Hooker. Wir haben eine 3-Sterne-Herausforderung, wir sollen das Spiel gewinnen. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir in 3 Spielzügen maximal einen vollständigen Pass erlauben und insgesamt im Spiel nur 3 vollständige Pässe zulassen. Wow. Und da sehe ich die New England Patriots mit Tom Brady, mit dem Goat auf dem Feld. Na Mahlzeit, würde ich mal sagen. So, wir führen 42-35. 2 Minuten vor dem Ende. Die Patriots haben keine Auszeit mehr. Ich gehe erstmal in eine Man-to-Man-Coverage. Oh, nicht gut verteidigt. Da ist schon der erste vollständige Pass. Keinerlei Druck auf Brady und dann eine Interception. Ja, wunderbar. Malik Hooker mit dem Pick. So, und jetzt können wir doch... Wir haben nur einen Ball zugelassen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Wir liegen in Führung. Können wir doch eigentlich das hier zu Ende laufen, oder? Emmitt Smith mit dem ersten Run an die 37-Yard-Linie. Ich muss halt nur jetzt dafür sorgen, dass die Patriots nicht in meinen Ballbesitz kommen. Nochmal Emmitt Smith mit dem Run. First down, mehr will ich gar nicht. Oh, Ball festhalten. Wir sind an der Mittellinie, an der 50-Yard-Linie. Ich habe es eingangs erwähnt. Die Patriots haben keine Auszeit mehr zur Verfügung. Das heißt, wir können das hier eigentlich zu Ende laufen. Wieder Emmitt Smith, wieder ein First Down. Der Ball ist an der 39-Yard-Linie. Und die Sekunden tickern hier immer weiter runter Richtung Spielende. Noch einmal ein Run von Emmitt über die linke Seite. So, da ist der Run. Emmitt an die 28-Yard-Linie. Die letzten Sekunden tickern hier jetzt runter. Erster Versuch und 10. Und das Spiel ist aus. Jetzt lasst uns mal Sterne zählen. 1, 2, 3. Stern Nummer 4. Und Stern Nummer 5. Alle Sterne geholt. Die Aufgabe rund um Malik Hooker. Danke Malik Hooker. Erfolgreich gestaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.